In der Gemeinde Windisch-Brachbach lebt der Landwirt Helmut Hofmann. Seit einiger Zeit führt der 31-Jährige den elterlichen Betrieb im Nebenerwerb weiter. Trotz Strukturwandels in der Landwirtschaft war es ihm wichtig, nicht ganz aufzugeben. Im Stall standen zuvor Milchkühe und Zuchtsauen, ein arbeitsintensiver und wenig lohnender Betrieb. Hofmann hat die Boxen nun für die Mast mit schwäbisch-hellischen Schweinen eingerichtet, die sich für eine extensive Haltung gut eignen. Die Tiere bekommen genügend Auslauf und haben Tiefstreu statt harter Vollspaltenböden unter ihren Klauen. Und die Sache rechnet sich. Auf der Quadratmeter kann ich hier zwar weniger Schweine halten, aber für mich ist es natürlich auch eine andere Sache. Ich kriege ja, wenn die Qualität passt, sprich der Magerfleisch passt, pH-Wert, Kotelett, Schinken passt, kriege ich ja pro Kilogramm Schlachtgewicht auch 60 Pfennig mehr. Und das ist natürlich auch nicht nur jetzt in Anführungszeichen eine emotionale Entscheidung, zu sagen, das Schwein gefällt mir mit seiner Musterung, mit von seinem Typ her, die artgerechte Haltung, sondern es ist ja auch letztlich eine finanzielle Entscheidung, dass ich sage, ich kann weniger Schweine halten, habe aber unterm Strich nach dem Motto, weniger ist vielleicht mehr. Schwein gehabt. Nach einer Anlaufzeit von 2 Jahren läuft die Produktion sehr erfolgreich. Der Betrieb von Helmut Hofmann hat wieder eine Zukunft.